Sehr gut, ihr seid noch da. Jetzt kommt mein persönliches Highlight, diese Taster. Was mache ich denn mit den Tastern? Also, ich rudere ein bisschen zurück und ich hatte folgende Ausgangssituation. Bei der Analog Rhythm gibt es ja diesen Scene-Modus. Das heißt, dass ich auf ein Pad ganz viele Parameter neu definieren kann. Zum Beispiel drücke ich auf Pad 1 und die Bassdrum wird auf einmal leise, die Snare-Drum, da wird der Overdrive-Anteil angehoben, bei der Closed-Height wird irgendwie die Klangfarbe geändert. Das kann ich alles mit so einem Knopfdruck aktivieren. Und dann hatte ich mir halt so gedacht, dass ich dann ja auch Sample-Sets austauschen könnte. Zum Beispiel, dass ich per Scene-Modus einfach mal alle 12 Instrumente davon die Samples irgendwie austausche oder aktiviere. So könnte ich ja mehrere Sample-Sets auf meinen Scene-Modus so belegen. Von wegen Sample-Set A, Sample-Set B, Sample-Set C. Dann dachte ich mir, ich könnte auch die ganze Tonart von dem Drumkit stimmen, auch wieder per Knopfdruck. Das heißt, ich drücke auf den einen Knopfdruck und auf einmal ist das Ganze nach einem G-Moll-Akkord meinetwegen gestimmt. Das heißt, dass überall dieser Tune-Parameter von den einzelnen Instrumenten verändert wird. Also 12 Tune-Parameter werden per Tastendruck geändert. Und naja, so war ich so ein bisschen am Rumspinnen, was ich nicht alles Schönes mit dem Scene-Modus machen könnte. Und dann musste ich leider feststellen, dass man nur 48 Parameter mit dem Scene-Modus ja, sozusagen definieren oder modulieren kann. Wohl eher definieren. Ja, dann habe ich mir halt die Frage gestellt, wie man das dann jetzt irgendwie aushebeln kann. Und das ist ziemlich einfach. Man kann das mit den Ableton Clips machen. Und man sieht ja schon hier, dass ich verschiedene Ableton Clips habe. So, ich werde jetzt einen neuen Ableton Clip in dieser Analog Rhythm Spur anlegen. Das ist ganz wichtig, dass ich das in dieser Analog Rhythm, also dort, wo das Overbridge Plugin geladen ist, dass ich hier diesen Clip erzeuge. Den nenne ich jetzt mal, was machen denn die Taster jetzt? So, jetzt gehe ich in diesen Clip rein. Jetzt bin ich hier in diesen Clip-Einstellungen. Und dann muss ich hier nur in diese Envelope-Einstellung gehen, in die Envelopes. Und jetzt kann ich mir das Analog Rhythm Plugin zugänglich machen. Und jetzt kann ich mir auf einmal alle Parameter hier auflisten lassen, die ich hier freigeschaltet habe in dieser mühsamen Konfigur-Mapping-Handarbeit. Jetzt habe ich auf einmal alle Parameter hier zugänglich in diesem, was machen denn jetzt die Taster-Clip? Und ich könnte jetzt hier mir einen beliebigen Parameter rausnehmen, zum Beispiel Track 1 Overdrive. Und kann in dem Zeichenmodus natürlich jetzt hier irgendeine wilde Modulation einzeichnen. Und ich kann das auch noch hier machen. Und hier. Und hier. Und wenn ich jetzt diesen Clip aktiviere, wie aktiviere ich den? Ich könnte diesen Clip jetzt zum Beispiel per MIDI-Mapping auf die 11 legen. Das heißt, wenn ich jetzt diese 11 drücke, dann wird dieser komische Clip abgefeuert, dessen Modulationsinhalt ich voll nicht nachvollziehen oder einschätzen kann. Deswegen lösche ich das mal und ich zeige euch stattdessen mal die ganzen Clips, die ich schon vorbereitet habe. Aber in so einem Clip kann ich ganz viele Parameter automatisieren. Und das ist ja das, was ich eigentlich mit dem Scene-Modus machen wollte. Ich will auf einem Tastendruck ganz viele Parameter sofort geändert haben. Und das geht eben mit diesem Scene-Modus. Okay. Diese Clips GM, FM, F, Min, A, Min, D, Min, das sind Akkorde. G-Minor, also G-Moll, F-Moll, A-Moll, D-Moll, C-Moll, die habe ich jetzt auf diese Tasten gelegt. G-Moll, F-Moll, A-Moll, D-Moll, C-Moll. Und dann habe ich hier noch den anderen, den Elevator-Clip, der liegt hier auf dieser Taste 10. Und jetzt starte ich das mal, mal sehen, was jetzt passiert. So, also offensichtlich habe ich hier irgendwie auf diese ganze Tonart eingewirkt. Bei diesem Elevator, so habe ich den Clip genannt, ist es ganz offensichtlich, ich habe jetzt hier mehrere Instrumente, Tune-Parameter von mehreren Instrumenten genommen und hier einfach so eine Steigung eingezeichnet. Das heißt, dass die Tonhöhe einfach kontinuierlich immer steigt. Deswegen ja auch dieser Tonhöheneffekt. Ganz easy. Das war natürlich auch relativ locker umzusetzen in Ableton Live. Ich musste mir hier eigentlich nur diese ganzen Tune-Parameter raussuchen, die ich ja alle hoffentlich dann auch freigeschaltet habe. So, und dann zeichne ich hier eben diese Gerade ein und das war's. Das ist ja echt schnell gemacht.
Bei den anderen Clips hingegen war das ein bisschen schwieriger, denn die sind ja wirklich nach einer Tonart gestimmt. Also G, F, A, D, C. Das bedeutet, dass ich natürlich auch ein bisschen wissen musste, was ich hier mache. Bei dem G-Moll-Akkord zum Beispiel, ich habe es einfach nach diesem Akkord gestimmt, habe ich mir jetzt die Bassdrum, diesen Tune-Parameter rausgesucht. Und man sieht ja hier diese Linie. Diese Linie bildet jetzt den Wert 44 ab von meinem Overdrive-Plugin, also sozusagen Bassdrum, dieser Tune-Regler, wo jetzt hier minus 9 steht. In der Ableton Live Parameterübersetzung ist es der Wert 44. Und diesen Wert 44, den habe ich einfach so lange hier vertikal rumgeschoben, bis ich in meinem Spektrum-Analyzer halt sehen konnte, okay, ist das jetzt die Note G? Das heißt, ich schiebe das wirklich hier die ganze Zeit hoch und hoffe, dass ich im Spektrum-Analyzer die entsprechende Note finde. Dann bin ich zur Snare-Drum gegangen und habe das Gleiche auch hier gemacht, habe die Linie so lange rumgeschoben, bis ich ein Ass, damit ich halt in dieser G-Moll-Tonleiter bleibe, finden kann. Und das ist natürlich echt mühsam, gerade weil ich das hier jetzt größenwahnsinnig, wie ich manchmal bei solchen Sachen bin. Ich habe das jetzt hier fünfmal gemacht für jeden Akkord. Das heißt, fünfmal 12 Parameter, also da ist schon eine Menge zusammengekommen. Ein Wochenende hat es gedauert. Der Vorteil ist natürlich, dass ich diese ganzen Tonarten jetzt hier konserviert habe und per Tastendruck immer abfeuern kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Track produziere, da ich in einer Live-Performance bin, und ich will, dass das alles auch ja harmonisch klingt, dann muss ich jetzt eben mit diesem Drumkit, jetzt mit diesen Tuning-Reglern gar nicht rumspielen. Ich weiß einfach, wenn ich hier drauf drücke, dann ist das ganze Ding nach einem G-Moll-Akkord gestimmt oder nach einem A-Moll. Die Arbeit macht man sich dann echt am besten nur irgendwie ein Wochenende lang, dafür hat man es aber konserviert. Und genau für solche langfristigen Parameterdefinitionen wollte ich diesen Scene-Mode eben nicht ausschöpfen. Erstens, mit einem 48 Parametern im Scene-Mode hätte ich so viele Definition gar nicht realisieren können. Aber ich finde, der Scene-Modus, der ist einfach sehr gut für spontane Sachen. Wenn ich jetzt in so einer Performance bin und ich bin der Meinung, oh, ich will jetzt den Parameter und den und den und den mit diesem Scene irgendwie so neu definieren, dann kann ich das halt jetzt noch machen, weil dieser ganze Scene-Modus frei ist. Deswegen über die Ableton Clips kann man so längerfristige, gigantische Modulationen ganz gut umsetzen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich auch Samples damit tausche. Das mache ich jetzt mal eben live mit euch. Samples tauschen. Wieder ein Dummy-Clip. Und dann muss ich jetzt hier in diesen Envelopes in meinem Analog Rhythm Plugin die Sample-Parameter hier suchen. Die habe ich noch nicht konfiguriert. Deswegen gehe ich jetzt hier in mein Analog Rhythm Plugin, sage Konfigur. Ich mache das jetzt mal live mit euch. So, dann zum Beispiel die Snare Drum oder sagen wir mal die Bass Drum. Ich brauche auf jeden Fall den Sample Slot Regler. Den kann ich zugänglich machen, indem ich jetzt hier einfach irgendwas bewege. Dann habe ich den zugänglich. Dann brauche ich die Sample Lautstärke. Das ist der hier. Und dann brauche ich am besten noch die Bass Drum Synth Lautstärke, damit ich die runterregeln kann, wenn ich das Ganze tauschen will. Jetzt habe ich, hier sieht man jetzt Track 1 Sample Slot, Sample Level und Bass Drum Level. Das Ganze habe ich jetzt zugänglich in meinem Clip. Das heißt, ich gehe jetzt hier Sample Slot. Diese Linie kann ich jetzt ein bisschen verschieben. Entsprechend ändert sich natürlich auch das ausgewählte Sample in diesem Sample Slot. Nehme ich jetzt mal Wert 44, mal sehen, was dabei rauskommt. Das Sample soll natürlich auch auf volle Lautstärke gespielt werden. Deswegen muss ich die Lautstärke anheben. Gleichzeitig senke ich die Bassdrum-Lautstärke, die Bassdrum-Synthesizer-Lautstärke ab. Und jetzt lassen wir uns doch mal überraschen, was ich da so Schönes gezaubert habe. Ich spiele es erstmal normal ab. Und jetzt? Ah, Moment. Diesen Clip, den mappe ich jetzt auf die 11. Okay, habe ich schon, sehr gut. So, nochmal. Okay, offensichtlich habe ich hier irgendein Ride-Becken geladen. Jetzt bräuchte ich natürlich noch einen anderen Clip, um auf die Ausgangsposition wieder zurückkommen zu können. Aber ihr habt gesehen, so geht das und jetzt könnte ich das natürlich für alle 12 Instrumente machen. Das heißt, ich muss mir für jedes Instrument quasi 3 Parameter freischaufeln, Sample Slot, Sample Level und Synthesizer Level. Wenn ich das gemacht habe, kann ich das hier ganz easy entsprechend neu definieren. Und jetzt könnte ich natürlich das als Sample Kit A abspeichern.
das Ganze duplizieren, als Sample Kit B abspeichern. Und eine Variation zu erzeugen ist natürlich jetzt gar kein Problem. Ich gehe jetzt hier in diesen Clip rein und ich muss ja nur die Linie von dem Sample-Slot vertikal ein bisschen verschieben. Zum Beispiel mal auf die 15. So, dann mappe ich diesen B-Clip jetzt auf die 12. Was mir gerade einfällt, leider kann ich die Tasten 12, 13, 14, 15, 16 nicht für ein MIDI-Mapping benutzen. Die geben leider keine Noten aus. Das ist blöd. Das ist eine doofe Einschränkung, fällt mir jetzt gerade mal ein. In dem letzten Video war das alles noch sehr offensichtlich, was ich gemacht habe. Ich habe einfach hier so einen Lautstärkefader genommen und mit einem Lautstärkeparameter der Analog Rhythm gemappt. Gleiches gilt für Decay-Regler, für Comp. Also das war alles ganz easy. Diese Taster hingegen, da geht es echt schon ein bisschen mehr ins Eingemachte. Denn wie ihr gesehen habt, kann ich jetzt per Ableton Clips und per Mapping von diesen Tastern auf diese Ableton Clips ganz viele Sachen machen, wo man am besten ein paar Nächte drüber pennt und dann einfach mal sich auf der Zunge zergehen lässt, was man jetzt an neuen Möglichkeiten zur Verfügung hat. Diese neuen Möglichkeiten, die sollte man allerdings behutsam einsetzen. Ein Beispiel, wenn ich jetzt hier mit dem Taster 11 meinetwegen einen Clip ansteuere, der 40 Millionen Parameter der Analog Rhythm moduliert, könnte es sein, dass wenn ich diesen Taster drücke, dass die Kiste explodiert, weil einfach zu viel gleichzeitig passiert. Zur Beta-Zeit von Overbridge hatte ich oft Hänger. Also die Analog Rhythm ist sehr häufig abgestürzt, mittlerweile nicht mehr. Ich habe aber auch früher immer eben ganz viel moduliert und wollte einfach zu viele Sachen gleichzeitig. Also ich würde mich behutsam rantasten, wie viele Modulationen die Analog Rhythm vertragen kann. Noch ein anderer Tipp, wenn ihr in diesen Clips seid, dann aktiviert auf jeden Fall Quantization None. Denn wenn ihr jetzt so einen Clip aktivieren wollt, soll der ja sofort losgehen und sofort spielen. Das heißt, der Clip soll sich nicht an dem Raster von Ableton Live orientieren. Deswegen Quantization bloß auf None schalten, damit er sofort die Modulation abfeuert. In dem nächsten Kapitel geht es dann um den Roland System One und den Analog 4, denn auch aus diesen beiden Einheiten möchte ich so ein Mapping Dream Team zaubern. Das ist so ein bisschen das gleiche in grün, aber es gibt da noch ganz feine, viele coole Unterschiede und deswegen müsst ihr dranbleiben.